Ein Reisebus, ein LKW und 43 Tote. Es ist der schlimmste Verkehrsunfall in Frankreich seit mehr als 30 Jahren. Wir sprachen mit Julien Haberbou, Reporter des französischen Kanals M6, der vor Ort war. Was genau ist heute Morgen bei der Ortschaft Piscoing passiert? Es war um 7.30 Uhr morgens, das Wetter war gut, aber es war immer noch dunkel. Auf einer gewundenen Straße inmitten von Weinbergen kollidierte aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen ein Reisebus mit rund 50 Senioren an Bord mit einem LKW, der wahrscheinlich in der Mitte der Straße fuhr. Nach der Kollision gingen beide Fahrzeuge sofort in Flammen auf. Einige Opfer verbrannten. Ob lebend, bewusstlos oder tot, ist noch nicht klar. Kollision et tout de suite embrasement des deux véhicules. Certaines victimes ont a priori été brûlées vives juste après la collision. Die Situation ist verstörend. Viele Regierungsmitglieder sind bereits vor Ort und andere Politiker wollen noch hinfahren. Ja, Manuel Valls war hier in Begleitung des Innenministers und des Verkehrsministers. Staatspräsident François Hollande ließ Beileidsbekundungen ausrichten. Er ist derzeit auf Staatsbesuch in Griechenland. Die Nation steht hinter den Opfern und Angehörigen in dieser Krise. Das soll die Botschaft sein. Der sogenannte ORSAC-Plan für Katastrophenfälle wurde in Gang gesetzt, um schnelle Hilfe für die Familien der Opfer bereitzustellen, die natürlich unter Schock stehen. Und natürlich wurde eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, warum es zu diesem Unglück mit so vielen Opfern kam. Cette collision a pu se dérouler. Comment ces deux véhicules ont pu s'embraser et causer autant de victimes? Vielen Dank, das war Julien Haberbou, unser Kollege vom französischen Kanal M6 vor Ort in Piscoing, nahe der Unglücksstelle des schlimmsten Verkehrsunfalls in Frankreich seit 33 Jahren.